Mein Name ist Dr. Ivo Blom. Ich bin Projektleiter bzw. Habilitant an der Universität St. Gallen am Institut für Wirtschaftsinformatik. Leite dort das Kompetenzcenter Crowdsourcing. Ich möchte Ihnen heute ein kleines Research-Update geben. Wir haben mit dem Crowdsourcing-Verband eine kleine Marktstudie zum Thema Crowdfunding gemacht und die zentralen Ergebnisse würde ich gerne heute präsentieren. Ist natürlich jetzt schwer, nach so einem hochkarätigen Panel den Ball in der Luft zu halten. Mein Chef würde jetzt sagen, da kann man nur in Würde untergehen. Aber die Kaffeepause kommt ja auch schon recht bald, wenn ich sie zu sehr einschläfern sollte. Wie kann ich die Folien weitermachen? Ah, da ist der. So. Genau. Was möchte ich Ihnen heute erzählen? Zum einen möchte ich Ihnen zeigen, dass wir drei unterschiedliche Arten von Crowdfunding-Stereotypen oder Plattform-Archetypen identifizieren konnten. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Crowdfunding-Projekte entweder erfolgreich finanziert werden oder auf der kompletten Linie scheitern. Und ich möchte kurz anreißen, was für Erfolgsfaktoren Crowdfunding-Projekte haben. Die sind insbesondere in der Phase der Projektgestaltung, dem Finanzierungsprozess und beim Reputationsaufbau nach Beendigung des Projektes. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben eine kleine Crowdfunding-Studie gemacht. Wir sind Wissenschaftler, wir wollen es immer ganz genau wissen. Wir haben 500 Plattformen erstmal systematisiert und gesammelt, haben daraus ein Sample gezogen von 130 Plattformen ungefähr, 127 Stück waren es. Die kamen aus USA, Deutschland und UK, also entspricht auch so insgesamt ganz gut der realen Verteilung von Crowdfunding-Plattformen. Haben diese Plattformen klassifiziert, das heißt, und haben dann mit den Daten eine Clusteranalyse gemacht. Eine Clusteranalyse ist so eine Sammlung von statistischen Verfahren, um große Datenmengen zu wenigen Gruppen, Stereotypen etc. zusammenzufassen. Ein Begriff, den vielleicht eher vertraut ist, sind Sinusmilieus. Das wären quasi jetzt mal so Stereotypen, Archetypen der deutschen Gesellschaft. Und wir haben etwas Ähnliches für Crowdfunding-Plattformen gemacht. Und in einem Cluster haben wir dann quasi eine Plattform rausgegriffen, haben dort eine Detailanalyse gemacht und erfolgreiche und nicht erfolgreiche Projekte verglichen. Und insgesamt haben wir dann über 33.000 Projekte angeschaut. Gut, fangen wir an mit den Plattformen. Das wäre jetzt hier so eine ganz typische Plattform aus dem ersten Cluster, den haben wir jetzt Hedonismus genannt. Das war jetzt ein Projekt, das ist in den letzten Wochen oder am Wochenende relativ stark durch die Blogosphäre gekreist. Diese genannte Wall of Sound oder der größte iPhone-Lautsprecher der Welt. Das Ding ist ungefähr 1,5 Meter breit, 1 Meter hoch, hat 1600 Watt. Und das einzige Display, was es hat, ist so ein kleiner Affe mit glimmenden Augen. Wenn die Augen grün glimmen, dann ist noch alles im sozialverträglichen Bereich. Glimmen die Augen rot, ist es gesundheitsgefährdend. Das Ding gibt es auch als Iron Maiden Edition, dann hat das 8000 Watt. Und 8000 Watt reichen ungefähr aus, um ein ganzes Fußballstadion zu beschallen. Also es hat ordentlich Power. Und warum habe ich dieses Projekt genommen? Das ist quasi in diesem ersten Cluster, den haben wir Hedonismus genannt, da stehen in der ersten Linie so Gimmicks, so Spielereien, Produkte im Vordergrund, für die es vielleicht noch nicht so den großen Massenmarkt gibt. Und Gründer oder Projektinitiatoren, die solche Plattformen nutzen, nutzen die in der Regel als, sag ich mal, Vorverkaufsplattform, ich hätte hier folgendes Produkt, ich könnte das produzieren und wenn dann genügend Leute sagen, okay, das ist ein sinnvolles Produkt, wird es dann anschließend finanziert und produziert. Die Investoren hier sind überwiegend privater Natur, also Privatpersonen, die Initiatoren in der Regel auch, hier steht eher ein Unternehmen dahinter, aber wenn man runtergeht in die AGBs, ist es dann in der Regel auch ein privater Mensch, der für eine Firma ein Projekt hier einstellt. Diese Plattformen funktionieren meistens nach dem All-or-Nothing-Prinzip, das heißt, dass das Geld an die Investoren nur ausgezahlt wird, wenn das Finanzierungsziel auch erreicht wurde. Die Plattformen haben meistens relativ viele Projekte, die ein kleines Volumen haben, meistens so bis 5.000 oder 10.000 Euro. In Ausnahmefällen gehen sie auch so ein bisschen höher mit einem Finanzierungsziel von so 25.000 Dollar wie hier. Genau, Fokus dieser Plattform ist meistens relativ offen, irgendwie was Kreatives, was
oder Events oder hier irgendwie so verrückte Spielereien. Wir haben das dann auch probiert, diese Motivation der Gründer oder der Initiatoren, nee, der Investoren ein bisschen plakativ darzustellen, haben wir ein kleines Zitat rausgesucht. Nur das Wissen über die schönen Dinge unterscheidet den lustvollen Genießer vom konsumierenden Verbraucher. Den zweiten Cluster, Archetyp, den wir identifizieren konnten, haben wir Altruismus genannt. Hier steht alles im Vordergrund, was halt irgendwie Soziales, Nachhaltiges, Ökologisches oder Ähnliches umfasst. Hier haben wir mal eine Plattform ausgewählt, Better Place ist hier relativ prototypisch. Dort kann man in jegliche sozialen Projekte investieren. Ich habe mal ein Beispiel rausgebracht, irgendwie unterstützen Sie obdachlose Kinder und Mütter hier in München von dem Horizont e.V. Hier sind die Finanzierungsziele sehr viel kleiner, sind meistens so bis 5.000 Euro, sind über 80% der Projekte in etwa. Auch hier, wenn jetzt hier auf dem Verein dasteht, sind die Initiatoren in der Regel private Personen, die für einen Verein oder ähnliches was einstellen. Die Investoren sind auch privater Natur. Hier dominiert nicht das All-or-Nothing-Prinzip, sondern Keep it all. Hier steht der soziale Gedanke im Vordergrund. Jegliches Kapital, was eingesammelt wird, geht an die Plattform über und wird an diese ausgezahlt. In der Regel haben diese Plattformen auch relativ viele Projekte, aber wie gesagt, mit kleinem Volumen. Und was auch ganz interessant ist, wir haben uns auch die Social-Media-Integration angeschaut. Die ist bei diesen Plattformen am geringsten, aber wir wissen aus einem anderen Kontext von verschiedenen studentischen Arbeiten, die wir gerade bei uns laufen haben, dass gerade Investoren hier soziale Netzwerkfunktionalitäten unglaublich stark nutzen, um zu kommunizieren und zu sharen. Sie sind ja gute Menschen und sie tun was Nachhaltiges und so weiter. Und deswegen fanden wir hier dieses Zitat relativ passend. Selbstlosigkeit ist ausgereifter Egoismus. Der dritte Archetyp, den wir gefunden haben, den haben wir jetzt mal Gewinnorientierung genannt. Wir haben auch kurzweilig mit dem Gedanken gespielt, wir nennen das Kapitalismus, aber es war uns dann doch irgendwie zu negativ behaftet und spiegelt in dem Sinne auch kein Motiv der Investoren wieder, warum die bei so einer Geschichte mitmachen. Im Englischen könnte man das irgendwie schön mit For Profit umschreiben, aber im Deutschen ist das ein bisschen schwieriger. Um jetzt hier keiner Plattform zu nahe zu treten von dem vorigen Panel, habe ich jetzt hier mal den Schweizer Marktführer genommen. Investiere.ch, das ist eine relativ typische Crowd-Investing-Plattform. Jetzt hier zum Beispiel ein Projekt von Dahoo, die irgendwie weniger klobige Skischuhe bauen wollen. Aber was wir auch in diesem Cluster gefunden haben, waren sehr viele Peer-to-Peer-Lending-Plattformen oder Crowd-Lending-Plattformen. Wie zum Beispiel hier Cashair, was der Schweizer Marktführer in dem Bereich ist. Es ist nicht gelungen, Crowd-Lending und Crowd-Investing empirisch irgendwie zu unterscheiden. Ich glaube, das kam jetzt hier in der Panel-Diskussion auch ganz schön raus. Ja, ist das jetzt Eigenkapital oder ist das Fremdkapital? Ist das quasi Eigenkapital? Und dass so diese ganz einfache Unterscheidung zwischen Equity oder Eigenkapital auf der einen Seite und Darlehen auf der anderen Seite einfach nicht hebt. Wir haben das nochmal nacherhoben und quasi 76% der Plattformen in diesem Bereich bieten eben mezzanines Kapital an. Das Projektvolumen, sie sind hier relativ hoch, 76,3%, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, hatten Investitionsvolumen von über 20.000 Euro. Die Anzahl der Projekte ist meistens kleiner, auch gerade weil bei Crowdinvesting eine sehr selektive Vorauswahl der Plattformen gemacht wird. Die Social-Media-Integration ist so als Mittel zu erachten und zwischen Keep it all or nothing gibt es eigentlich keine Unterschiede. Um das Zitat mäßig hier ein bisschen zusammenzufassen, haben wir es einfach gemacht, nur Bares ist Wahres. Genau, jetzt haben wir aus diesem Gewinnorientierungscluster eine Plattform rausgenommen, prosper.com, davon waren die Daten im Internet frei zugänglich und haben uns das mal im Detail angeschaut, wann werden Projekte erfolgreich gefundet und nicht. Das ist auch der einzige Zahlenslide, den ich dabei habe. Die absoluten Zahlen, die sind gar nicht so wichtig. Die Message auf diesem Slide ist eine andere. Wir haben uns hier mal angeschaut, die erfolgreichen Projekte, und das sind die grünen, und die nicht erfolgreichen Projekte, das sind die türkisen. Und was wir hier sehen, erfolgreiche Projekte haben ungefähr 150 Investoren, nicht erfolgreiche Projekte 12. Das Investitionsvolumen bei erfolgreichen Projekten pro Investor beträgt ungefähr 330 US-Dollar, bei nicht erfolgreichen Projekten 80 Dollar. Erfolgreiche Projekte können ungefähr 8.000 Dollar im Schnitt einwerben, nicht erfolgreiche waren es knapp 750. Und was man hier sieht, also entweder so ein Projekt klappt oder es klappt nicht. Also wir haben das mal irgendwie so ein bisschen versucht zu quantifizieren.
erfolgreiche Projekte haben 11-mal so viel Kapital eingeworben, 13-mal so viele Investoren, die im Schnitt 4-mal so viel investieren. Und warum ist das so? In wissenschaftlicher Sicht würde man das Herding bezeichnen. Das ist ein Effekt, den Sie alle kennen. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Urlaub in Italien, Sie gehen mit Ihrer Frau, Ihrem Mann bzw. Ihrer Familie irgendwie abends am Strand spazieren, links ist der Strand, rechts die obligatorische Meile an Restaurants und alle sind leer und dann sehen Sie eins, das ist rappelvoll. Und man denkt natürlich, okay, der muss irgendwie was anderes machen, der muss billiger sein, dann geht man mal dahin. Das Essen sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, da hinten sitzen auch ein paar Italiener, ein paar Einheimische, da gehen wir jetzt hin. Und nichts anderes passiert im Prinzip auf Crowdfunding-Plattformen. Es gibt meistens eine Gruppe von irgendwie Lead-Investoren, nenne ich es jetzt mal, und alle Investoren, die dann folgen, nehmen dann quasi die Abstimmung oder die Entscheidung dieser Lead-Investoren als Signal für die Qualität des Projektes und entscheiden sich dann vermehrt dafür, in diese Projekte zu investieren. Das heißt, dass dann so irgendwie selbstverstärkender Netzwerkeffekt kommt, virale Effekte, Mitläufereffekt, das wären vielleicht andere Beschreibungen für diese Effekte, die hier auftreten. Gut. Ich habe gesagt, ich gehe auch noch ganz kurz auf Erfolgsfaktoren ein, die wir in der Studie identifiziert haben. Wir haben die jetzt mal hier in drei Gruppen eingeteilt. Zum einen, das funktioniert nicht richtig, am Anfang der Projektgestaltung. Da haben wir einmal uns die Finanzierungsbedingungen angeschaut von den Projekten. Und einerseits, wie ist das Projekt an sich gestaltet? Die Finanzierungsbedingungen, da haben wir relativ eindeutig rausbekommen, dass die Anleger sehr risikoavers sind und eher Projekte bevorzugen, die niedriges Finanzierungsziel haben, wo realistische Rückzahlungsmodalitäten vereinbart werden. Also sprich, die präferieren eine niedrigere Summe, wovon sie annehmen, dass sie dann auch sicher zurückgezahlt wird, gegenüber einer hohen Summe, wo eher unsicher ist. Erfolgreiche Projekte laufen im Schnitt länger und nutzen in der Regel auch die Option der Überfinanzierung. Überfinanzierung heißt, ich habe, wenn ich mein Crowdfunding-Projekt starte, irgendwie einen Finanzierungszeitraum, 30 Tage oder sowas, kann ich spezifizieren. Und wenn ich mein Finanzierungsziel innerhalb dieser 30 Tage vorher erreiche, läuft es dann einfach weiter bis zum Ende und ich kann mehr als die ursprünglich avisierte Summe einwerben. Und was wir uns auch angeschaut haben, also die Bereich Projektbeschreibung oder das Bereich Signaling quasi, wie kann ich die Qualität signalisieren von meinem Projektteam. Das hat ja für den Herr Sander kurz angesprochen. Hier haben wir rausbekommen, dass Investoren kurze, prägnante Beschreibungen von Projekten bevorzugen. Einfach wahrscheinlich, weil wir davon ausgehen, dass durch die Komplexität des Projektes besser kommuniziert werden kann und die einfach besser nachvollziehen können, was dort passiert. Was sich auch sehr positiv auf den Erfolg ausgewirkt hat, ist Medieneinsatz, Bilder, Videos und so weiter. Macht Projekte signifikant erfolgreicher und auch, wenn man irgendwelche finanzielle Sicherheiten hat als Startup oder irgendwelche großen Investoren an Bord, das schon kommuniziert, das funktioniert unglaublich gut. Erfolgsfaktoren im Finanzierungsprozess, da geht es im Prinzip darum, wie kriege ich dieses Herding hin, wie kriege ich diesen Run auf mein Projekt hin, dass dann quasi alle auf meinen strömen. Da ist es einfach wichtig, relativ früh viele Investoren zu überzeugen, und auch dort einen großen Lead-Investor am besten zu platzieren. Und eventuell wird es sich hier sogar anbieten, irgendwie so einen aus Friends, Family und Fools-Kreisen zu überzeugen, willst nicht investieren und dann quasi als erster großer strategischer Investor auf der Plattform tätig zu werden. Und auch soziale Aktivität auf der Plattform mit dem Vernetzen anderer Mitglieder, Blogs und sowas hat hier sehr großen Einfluss gehabt. Den letzten Punkt, den wir uns angeschaut haben, ist eher so zukunftsorientiert. Vorausgesetzt, ich möchte jetzt Crowdfunding systematisch nutzen als Unternehmen oder als Initiator und mehrere Projekte hintereinander machen, dann heißt es natürlich Walk the Talk, dann muss ich auch liefern, was ich versprochen habe, on time, on quality und so weiter und mir dann so eine positive Historie aufbauen, die dann sehr gut zieht, wenn ich das nächste Projekt mache, weil dann kann ich wirklich sagen, okay, hier habe ich schon mal geliefert, das habe ich versprochen, das hat sehr gut gewirkt. Okay, ich möchte jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, das Zeitfenster ist ja sehr knapp, aber was haben wir uns genau angeschaut in der Studie? Die Detailanalyse der drei Cluster ist sehr umfangreich, es wird von hinten nach vorne durchanalysiert. Wir haben die Finanzierungsinstrumente und Kapitalarten im Gewinnorientierungscluster uns näher angeschaut. Die Erfolgsfaktoren sehr detailliert aufgedröselt und auch letztendlich Handlungsempfehlungen abgeleitet, wie ich für mich eine sinnvolle Plattform auswähle für mein Projekt.
Und auch wenn ich dann die Plattform ausgewählt habe, wie ich es denn gestalten muss, damit es möglichst erfolgreich wird. Kann man da vorne auch kaufen. Bevor Sie jetzt dann in die, nach der Kaffeepause und im Laufe des Tages überall hinströmen, möchte ich, dass Sie diese drei Messages verinnerlichen und wenn Sie dann irgendwann mal an mich oder diese Veranstaltung zurückdenken, dass diese drei Messages bei Ihnen fest verankert sind. Zum einen, es gibt drei übergeordnete Archetypen, Hedonismus, Altruismus und Gewinnorientierung. Zudem kann man davon ausgehen, dass der Erfolg von Projekten binär ist, also dazwischen gibt es nicht, entweder es klappt oder es klappt nicht. Und der Erfolg entscheidet sich am Anfang bereits in der Projektgestaltung, da kann man relativ viel versemmeln und dann im Rahmen des Finanzierungsprozesses, ob so ein Herding-Effekt einsetzt oder nicht. Okay, das war es von meiner Seite, ein kurzes Research-Update. Ich hoffe, habt ihr nicht über Gebühr beansprucht. Fragen? So ist noch 5 Minuten Zeit für Fragen. Das sind ganz, ganz spannende Informationen. Wo kriege ich denn die Studie eigentlich her? Also die Studie kann man kaufen vorne bei der Registrierung. Jetzt haben wir das Marketingteil auch hinter uns, aber ich glaube, hier war eine inhaltliche Frage. Ja, ich wollte eigentlich fragen, wie seid ihr an die Daten rankommen? Waren die jetzt komplett frei verfügbar, dass ihr die einfach nur abrufen musstet oder wart ihr mit den Plattformen selber im Gespräch? Wie sind wir an die Daten rangekommen? Wir haben in erster Linie die Webseiten analysiert und dann bei Rückfragen, sofern das möglich war, nachgehakt. Aber die meisten Informationen, die wir brauchten, waren einfach in FAQs und AGBs ziemlich eindeutig formuliert. Was sind denn aus diesen Daten, die ihr analysiert habt, nicht die, sag ich jetzt mal, 3 wichtigsten Findings in ganz kurzen Sätzen? Was sind die echten Erfolgsfaktoren für Crowdfunding-Projekte? Also, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, was sind die 3 wichtigsten Erfolgsfaktoren? Also ich würde sagen, es gibt 2 besonders wichtige und die stehen abstrahiert da oben da. Und ich glaube, Projektgestaltung ist sehr plattformspezifisch, was für Möglichkeiten man hat. Es gibt Plattformen, da kann man Video integrieren. Es gibt Plattformen, da gibt es nicht. Aber ich glaube, je besser man das hier aufbereitet, je verständlicher man sein Produkt, seine Idee macht und je kompetenter man hier rüberkommt, desto besser funktioniert das. Und der zweite ist halt wirklich, dass man wirklich das Projekt anschiebt, aktiv ist und schaut, dass dieser Herding-Effekt zustande kommt. Und ich glaube, das ist das A und O, wenn man so ein Projekt erfolgreich durchziehen möchte. Wo spielt denn die größte Musik in den 3 Clustern in Zukunft? Musik in terms of money. Also in der Entwicklung überhaupt. Wer wird der Größte? Das ist eine gute Frage. Meine persönliche Meinung. Ich denke, das sind 3 relativ unabhängige Bereiche, wo sich in jedem Bereich 1 bis 2 Marktführer auf kurz über lang herauskristallisieren würden. Also meiner Meinung nach ist es so wie mit Social Networks. Es gab mal irgendwie eine Zeit lang welche und jetzt gibt es Facebook. Und ich glaube, das wird ähnlich hier auch mit den Crowdfunding-Plattformen in the long run sein. Das ist meine persönliche Meinung. Die Plattformbetreiber würden Ihnen vielleicht was anderes erzählen, aber ich glaube, dass da eine starke Marktkonsolidierung greifen wird. Meine Frage wäre gewesen, ab wann das die soziale Bewährtheit, also das Herding einsetzt, ab wie vielen Investoren? Habt ihr das analysiert? Nein, also das haben wir jetzt nicht explizit angeschaut, das war jetzt nur so eine Ex-Post-Analyse quasi. Wir haben jetzt diese Ergebnisse und haben dann mit anderen Forschungsergebnissen geschaut, woran könnte das liegen, und da gibt es sehr viele valide Studien, die sagen, dass das bereits mit relativ gering anfängt, was halt recht früh ist, dass man diesen Tipping-Punkt erreicht, bis dahin muss man anschieben. Und dann läuft es von alleine. Aber was wir gesehen haben, wir haben uns das auf prosper.com, da konnte man auch so ein kleines soziales Netzwerk aufbauen, mit Freunden hinzufügen und so weiter. Und dass bereits Leute, die einen Freund in ihrem Netzwerk hatten, signifikant höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hatten bei ihren Projekten als Leute, die keinen Freund hatten. Also ich glaube, dass diese soziale Komponente da unglaublich wichtig ist und man da, glaube ich, auch mit wenig relativ viel erreichen kann, wenn man das auf dem Radar hat.
Dankeschön. Ich wollte gerne wissen, Sie haben UK, DACH und USA in der Studie. Machen die anderen nichts? Ist es nicht signifikant? Und wo ist der Unterschied eher zwischen USA und DACH? Okay, das sind direkt mehrere Fragen. Also, warum haben wir uns fokussiert auf UK, USA und DACH? Erstens Sprache. In unserem Research-Team hätte sich jeder schwer getan, spanische Plattformen so in der Tiefe zu analysieren, wie es notwendig gewesen wäre. Diese drei haben ungefähr 75% der Plattform ausgemacht. Aus den anderen Ländern haben wir Plattformen mit reingenommen, wenn sie eine deutsche oder englische Plattform hatten. Aber die Verteilung der Plattform passt relativ gut mit der globalen Verteilung von Crowdfunding-Plattformen zusammen. Also das sind auch so die drei Hotspots im Moment. Also das sind auch, wenn man jetzt in andere Marktstudien reinschaut, wie von Messolution, da sind das drei Viertel des Marktes. Die zweite Frage? Ah genau, die zweite Frage waren Unterschiede und USA und Deutschland. Ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass der Markt in den USA weiterentwickelt ist, weil er einfach länger läuft. Der zweite große Unterschied ist, glaube ich, dass man in Deutschland über Geld nicht so spricht und da eher oftmals auch ein bisschen konservatives Verhältnis dazu hat. In Amerika gibt es dann auch oftmals so Kickstarter-Projekte, wie bauen jetzt einen Todesstern für Star Wars auf Open-Source-Basis, hat $300.000 bekommen. Ich glaube, sowas wäre in Deutschland undenkbar. Ich glaube, die sind halt sehr viel konservativer hier, was sowas angeht. Letzte Frage, ich komme persönlich zu Ihnen hinter. Sie haben die Ehre, die letzte und bestimmt wichtigste Frage zu stellen. Mal schauen, ob es so wichtig ist. Meine Frage ist, dass es drei unterschiedliche Arten von Plattformen gibt, das war schon vorher, glaube ich, bekannt. Und Sie haben die jetzt nach Investorenmotiven unterteilt, also Altruismus, Hedonismus, Gewinn und Orientierung. Haben Sie denn auf den Plattformen die Investoren befragt, um wirklich festzustellen, dass das die Investorenmotive sind? Nein, also was wir gemacht haben, wir haben ein umfangreiches Untersuchungsmodell aufgebaut, sprich wir haben drei Parteien, dann quasi Charakteristika für die drei definiert, dann die Austauschbeziehung definiert, quasi der eine gibt Geld oder gibt Marketing-Support und so weiter und kriegt dafür irgendwie verschiedene Arten von finanziellen, nicht finanziellen Gegenleistungen, hatten dann insgesamt 40 Variablen, haben das in unsere Analyse reingeschmissen und haben dann sehr robust immer diese drei Muster rausbekommen. Egal welchen Algorithmus wir verwendet haben, wir sind immer bei diesen drei Mustern rausgekommen. Und dann haben wir uns angeschaut, okay, was sind die Eigenschaften von diesen drei Clustern und wie können wir die jetzt schön belabeln? Und dann war unserer Meinung nach die sinnvollste Art und Weise, das an den Motiven der Investoren aufzuhängen. Also im Gegensatz zu Messolution, die machen es ja an der Beteiligungsform. Das ist jetzt auch in meinen Augen kein kompletter Quatsch, aber ich glaube, das ist halt in vielerlei Hinsicht einfach zu ungenau. Vielen Dank, Herr Dr. Blom. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Insights bekommen. Die Studie ist wirklich umfänglich. Wir haben sie nicht nur zum Verkauf, sondern auch vorne zur Einsicht an der Registrierung. Sie können drin blättern, Sie können drin lesen.